Da du die letzte Sendung nicht gesehen hast, erzähle ich dir in Telegrammform, was seit meiner Ankunft in Paris alles passiert ist. Das ist mein Bruder Paul. So, hier wohnst du jetzt eine Weile. Lulu soll ja... Lulu ist seine Tochter. Und das ist Anna, die Frau, die ihm weggelaufen ist. Weiß nicht, verreist. Erregungsautomatik? Habe ich mir einbauen lassen. Das da, das ist der Fühler, der misst meine Herztätigkeit. Und das Kabel da geht runter zum Computer. Und der hat einen Sender. Und sobald mein Herz bei so einer Erregung schneller schlägt oder heiß wird, macht bei mir Ding-Dong. Und das sind Tommy und Joko, Freunde und Nachbarn von Paul. Hier spricht Kommissar Alain Blondet von der Polizeistation in der Rue Logier. Ich kann nicht verstehen, wie man Polizist werden kann. Man lebt davon, dass Leute was Schlechtes tun. Ich werde mich beschweren. Ich hole meinen Rechtsanwalt. Und das ist der liebe Onkel Otto, der immer seine Hosen verliert. Das Sorgenkind unserer Familie. Im Klartext nennt man sowas einen Exhibitionisten. Vor einem Jahr, als wir im Urlaub waren, haben wir ihn ins Heim gegeben. Und da hat ihn eine Schwester verführt. Und jetzt glaubt er, dass er sich immer ausziehen muss, wenn er eine Frau in Uniform sieht. Ich weiß, das ist nicht komisch, aber das Schlimme ist, man kann nicht mit ihm darüber reden, weil er gar nicht weiß, dass er es tut. Und bitte dir bloß nichts ein, Ala Blondie. Wenn mein Busen Ding-Dong macht, hat das nichts mit dir zu tun. Liebe und Triebe sind zweierlei. Psst, Nachtwächter. Und das ist das erste Stück Frankreich, das ich kennengelernt habe. Paul, hast du gehört? Es hat eben Ding-Dong bei ihr gemacht. Schach. Wer das bloß ist, muss ja ein toller Hecht sein. Tommy. Naja, vielleicht ist es auch bloß ein Telegramm, dass einer gestorben ist. Matt. Naja, dann komm eben rein. Und ab jetzt, liebes Tagebuch, bin ich genauso gespannt wie du, wie es weitergeht. Ich bin sicher, dass es deinetwegen schon oft Alarm gebümmelt hat. Sehr witzig. Paul, noch was zu trinken? Ich nehme noch ein Bier. Und ihr, habt ihr noch? Mhm. Ja, danke. Und jetzt sind Sie fest bei Jetbus? Ja, seit 5 Jahren. Erst in Deutschland und seit 1,5 Jahren hier in Frankreich. Davor waren die beiden in Amerika und davor irgendwann mal zu Hause. Mein Bruder, das unbekannte Wesen, immer auf Wanderschaft. Muss interessant sein, die Flugzeugindustrie. Na, bestimmt interessanter als bei der Polizei. Aha, Sie haben auch was gegen die Polizei. Machen Sie sich nichts draus, das ist unser ewiger Streit. Tommy ist für Recht und Ordnung. Er ist und bleibt ein höriger, zurückgebliebener, konservativer Faschist. Das ist aber ein bisschen viel auf einmal. Und Paul ist ein altgewordener Juso, der mit der Faust in der Hosentasche die Welt verändert. Ach, redet doch nicht so ein Quatsch. Für euch Rechtsradikale ist jeder Linkshänder schon Kommunist. Für euch Linke ist man ja schon Kapitalist, wenn man sich morgens die Hände wäscht. Tommy, hör doch auf zu streiten. Ach, Joko, mit einem Rechten kannst du dich doch gar nicht streiten. Mein Rechter gar keine Meinung hat, sondern nur eine stehengebliebene Uhr. Ist doch besser eine Uhr, die steht, als eine, die rückwärts läuft, wie deine. Wieso läuft meine Uhr rückwärts? Na, du bist doch so ein Edellinker, der immer vorwärts, vorwärts schreit und dabei rückwärts geht. Na, wenn du nicht mehr weiter weißt, redest du lauter Quatsch. Ich wieso? Du hast doch neulich gegen die Kernkraft demonstriert. Dabei bist du der Erste, der morgen schreit, wenn er kein warmes Wässerchen zum Rasieren hat. Kann ich dich morgen anrufen? Eine neue Bye-bye-Geschichte, Monsieur? Ich möchte nur wissen, was da immer Ding-Dong macht. Du bist auf der falschen Spur, Herr Kommissar. Bis morgen. Gib mir noch ein Brot, Susi. Wir haben kein Brot mehr. Kein Brot mehr? Warum? Ich habe das ganze Geld für Obst und Milch für Lulu ausgegeben. Dann gib eben morgen mehr Geld aus. Klar. So einfach ist das. Na gut, dann bekommst du eben morgen zum Abendessen kein Bier. Kein Bier? Nö. Schau mich nicht so an. Ich bin ein Kind und brauche meine Milch. Oder ich steig auf Bier um. Du bleibst bei Milch. Sag mal, worum geht's eigentlich? Wir kommen mit unserem Geld einfach nicht über die Runden. Wer kommt schon damit über die Runden? Die Franzosen brauchen Geld, die Deutschen brauchen Geld, alle brauchen Geld. Nur nicht die Italiener. Wenn die keins mehr haben, drucken sie einfach welches. Oder pumpen sich was. Warum suche ich mir eigentlich keinen Job? Ein Job? Halbtags. Du willst einen Job? Nein, eigentlich nicht. Ach, du doch nicht, Onkel Otto. Susi will einen Halbtagsjob. Du? Was kannst du denn, wofür man dir was zahlen würde? Ich find schon was. Sicher, Susi. Ich hau jetzt ab. Tschüss. 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 Oh, ich muss auch gehen. Ja, ja, geht nur, damit ich in Ruhe frühstücken kann. Wo ist das Brot, Susi? Da. We'll be right back.
Jetzt war's sauber. Wenn wir jetzt noch einen duften Zwing reinkriegen, dann sind wir die Größten. Größenwahn ist auch eine Art von Wahnsinn, Tommy. Vergiss das nicht. Scheiße, jetzt ist die Mittagspause vorbei und wir haben wieder nichts Warmes zu essen gekriegt. Die anderen hauen sich den Bauch voll und wir können hier rumjatzen. Alles deine blöde Idee. Paul, nun warte doch mal. Was ist denn? Susi hat gesagt, der Mensch soll kreativ sein. Nur Menschen, die etwas schaffen, haben eine Daseinsberechtigung. Und ich schaffe das Jetbus-Firmorchester. Susi ist wunderbar. Klar, sie ist meine Schwester. Das ist ihr einziger Fehler. Weiß die Direktion eigentlich schon von deinem blöden Plan? Nein, noch nichts. Susi hat gesagt, ich soll warten, bis die Band perfekt ist. Und dann gleich eine Etage höher den Jungs vom Aufsichtsrat eins um die Ohren jatzen. Seit wann hörst du auf Susi? Seit ich kapiert habe, dass sie das Leben in Frage stellt. Unser Leben, ihr Leben und das Leben an Sei sich. Sei vorsichtig, sie liest zurzeit Hemingway, Proust, Martin Walser und Heinrich Böll. Das ist nicht gut für deinen Geist. Und ganz schlecht für deine Gesinnung. Ja, mir wäre ja auch lieber, sie würde mal einen duften Simmel lesen oder die Kurzmaler. Aber trotzdem ist es gut für uns alle, wenn sie diese Wirrköpfe liest und nicht dieses Zeug, das du immer liest. Oh, was lese ich denn? Zeitung. Ach. Paul, wie lange brauchst du schätzungsweise noch für die Landeautomatik? Noch eine Stunde. So, und Sie? Ich muss nur noch die Dichtung an der hydraulischen Steuerung checken, dann bin ich fertig. Na prima, dann kriegen wir den Vogel ja heute noch raus. Na Logo. Du, Paul. Hä? Übrigens, ich hab eine neue. Meise? Quatsch, Freundin. Ding Dong. Ja, Ding Dong. Und was sagt denn Joko dazu? Joko zieht heute früh aus. Aber wir haben uns in gutem Einvernehmen getrennt. Und die neue zieht heute Abend ein. So wie bei der Inspektion, was? Triebwerk raus, Triebwerk rein. Ah ja. Wieso hast du das Triebwerk gewechselt? Du weißt doch, bei mir gehört die Frau in die Küche und ins Bett. Ich weiß, du bist ein schlimmer Finger, aber weil du dabei so ein naives Kind bist, verzeih ich dir. Also pass auf, du weißt doch, dass Joko aus Fernost immer die ideale Frau für mich war. Sie hat mich gebadet, bekocht und geliebt. Aber in letzter Zeit kam sie mit so modernen Ideen an. Beruf wollte sie haben, andere Männer, die Gleichberechtigung und so. Nee, da habe ich schnell die Notbremse gezogen und mir was Neues angelacht. Was ganz modern ist, ein asiatisches Supergirl. Sie hat alles schon hinter sich. Männer, Beruf, Freiheit und all den modernen Quatsch. Und jetzt, mein Junge, will sie nur noch baden, kochen und lieben. Verstehst du, der Mensch will immer das, was er nicht hat. Also Triebwerk raus, Triebwerk rein. Ja. Ich denke, du hast Veränderung. Susi sagt, dass Goethe gesagt hat, es ist nichts beständiger als der Wandel. Und siehst du, wenn der Wandel beständig ist, verändert sich nichts. Du biegst dir dein Lebensbild auch mit dem Vorschlaghammer zurecht. Wie heißt denn die neue? Wataru. Aber ich nenne sie Joko. Bei mir heißen alle Frauen Joko. Ich hasse Veränderungen. Irgendwann wirst du mal von der Feministin erschlagen. Meinst du? Heute ist alles schief gegangen. Na, dann kannst du auch gleich noch Abendessen kochen. Bloß nicht, aber wenn sie eine Stellung gefunden hat, dann könnten wir heute mal im Restaurant essen. Bei dir steht die Frau automatisch am Herd, was? Sicher ist dir deswegen deine Frau weggelaufen. Nee, Anna stand nie am Herd. Die lag meistens im Bett. Aber Spaghetti aus der Dose hat keiner von uns so gut hingekriegt wie Mutti. Toll, mit Ketchup und so. Darf ich auch mal was sagen? Wenn es sein muss, bitte. Also, wo hast du dich beworben und was hat nicht geklappt? Ist es nicht deprimierend, wie wenig ein Mensch eigentlich kann? Nee, ich kann eine ganze Menge. Kannst du Nakuen Zahn ziehen? Nee. Kannst du Aida singen? Nee. Kannst du Blumenvasen blasen? Nee. Auch nicht halbtags? Auch nicht halbtags. Siehst du, wie wenig du kannst? Und das war alles, was sie mir angeboten haben. Opernsänger, Tierarzt und Glasbläser. Aber nur halbtags. Die hätten noch gar nicht gemerkt, dass du es nicht kannst. Na, aber ich bin doch bei jedem Test durchgefallen. Jetzt habe ich morgen früh noch eine letzte Chance. Aber das kann ich auch nicht. Was? Chauffeur. Herrschaftschauffeur sogar. Den Job kriegst du. Wieso? Autofahren kann ich. Ja, du, aber ich nicht. Nach dem Abendessen bringe ich es dir bei. Nein, lieber gleich. Das Omelett schmeckt scheußlich. Ich esse es. Besser als nichts. Und mit Ketchup kriege ich schon runter. Mit Ketchup? Die Sardinenbüchse ist die Kupplung. Der Aschenbecher die Bremse, die Erbsen das Gaspedal und der Besen der Schaltknüppel. Wir fahren jetzt an. Setz den Fuß auf die Ölsardinenbüchse und schieb den Besen nach links vorn. Sardinenbüchse, Besen nach links vorn. Halt mal so lange den Korb. Du kannst doch das Steuer nicht einfach aus der Hand geben. Nein, nein, die linke Hand hält den Brotkorb und mit der rechten bedienst du den Besen. Mhm. Ja, fertig. Was macht ihr denn hier? Lernt ihr kochen? Otto. Sardinen und Erbsen, das schmeckt doch nicht. Ich gebe Susi Fahrunterricht. Und du stehst mitten auf der Straße, Onkel Otto. Tütüt. Und hier? Auch gefährlich. Dann gehe ich ins Bett. Da bin ich sicher. Können wir jetzt endlich weitermachen? Es hat geklingelt. Ach, das ist doch mir wurscht. Onkel Otto soll aufmachen. Das ist sowieso das Einzige, was... Also los. Hallo, meine lieben Paschkes. Wir wollen nicht lange stören. Ich muss euch nur noch vor dem Zu-Bett-Gehen Joko vorstellen, damit wir alle gut schlafen können. Also, das ist Joko. Und Joko, das ist die tolle Susi und ihr bescheuerter Bruder Paul. Joko? Wer ist Joko? Das ist Joko, Tommys große Liebe. Er hat dir doch schon so viel von ihr erzählt. Ja. Ach so, ja, natürlich, Joko. Ich freue mich. Tommy hat mir gesagt, dass Sie ebenfalls Proust lesen. Ich liebe Proust. Ich lese ihn jeden Tag. Ach ja? Im Moment jedenfalls fahren wir Auto. Wir haben es eilig. Susi muss es bis morgen lernen. Gut, wir kommen mit. Joko, steig mal schon hinten ein.
Ein schöner Abend, um im Auto spazieren zu fahren. Himmlisch, einfach himmlisch. Können wir jetzt endlich? Nein, nein, Moment. Joko, die Tür zu. Es kann losgehen. Also zuerst trete ich auf die Sardinendose, drücke den Besen nach links vorn und reihe mich in den Verkehr ein. Nein, nein, du musst die Erbsen noch ein bisschen drücken und dann die Hand zum Fenster ausstrecken. Was soll das sein? Ich mache das Fenster auf, damit ich die Hand rausstrecken kann. Sie lernen aber schnell. Danke. Du sollst fahren und nicht reden. Mach ich ja. Die Sardinen langsam kommen lassen. Auf die Erbsen treten. Wir fahren. Klasse. Auf den Tisch aufpassen. Aschenbecher durchdrehen. Schnell. Du hast es kapiert. Toll gebremst. Als Maul. Ich bringe das Fahren bei, nicht du. Also weiter. Fuß weg vom Aschenbecher. Tritt die Sardinen ganz durch. Schieb den Aschenbecher zurück, lass die Sardinen raus und steig auf die Erbsen. Mach ich. Mann, das macht Spaß. So, jetzt wird's schneller. Tritt die Sardinen durch, schieb den Besen nach rechts vorn und wieder weg von dir. Tritt ich jetzt auf den Aschenbecher? Nein, auf die Erbsen. Erbsen. Ja, auch gut. So, jetzt sind wir in voller Fahrt. Los, weiter. Sardinen, Besen, Erbsen. Sardinen, Besen, Erbsen. Ich kann's, ich kann's. Da, ein Hund. Wo? Ist der tot? Nee, er bellt dir nach, der fresche Köter. Halt die Schnauze, alter Kläffer. Achtung, kurvenreiche Strecke. Jetzt musst du Slalom fahren. Schön weich und elegant und... Ach, ist das wundervoll. Ich finde, wir sollten die Hälfte des Benzins bezahlen. Ein Stoppschild! Wo? Da! Was mache ich? Aschenbecher! Wieso Aschenbecher? Wo ist der überhaupt? Ah, zu spät! Müssen wir jetzt sterben? Nein, die landen im Graben. Sie nach links, links! Das ist rechts, links, hab ich gesagt! Oh Gott! Oh. Ich finde, wir gehen lieber zu Fuß nach Hause. Salat, Herrschaft. Vielen Dank. Willst du Salat? Nein, später. Und wie lange musst du diesen Ding-Dong-Apparat noch testen? Hm? Noch 3 Monate, dann ist die Sache wohl ausgereift. Und später wird der Computer dann in Herzregulierungsapparate eingebaut. Schmeckt dein Steak nicht? Oh doch, es ist wunderbar. Ich kann's nur nicht essen. Es ist schlichtweg roh. Hm. Entschuldige, das hätte ich vorher fragen sollen. Kellner! Kellner! Monsieur? Seien Sie bitte so nett und braten Sie das Steak von Mademoiselle noch ein wenig nach. Aber es ist ja schon fast durch. Wie möchtest du es haben? Zu Hause essen wir es ganz durch. Also gut, dann bitte ganz durchgebraten. Wie Sie wollen. Nur ist es dann kein Steak mehr. Ist er jetzt beleidigt? Andere Länder, andere Sitten. Wir essen das Steak mehr blutig, ihr eher durchgebraten. Das Wichtigste ist, dass er es dir so bringt, wie du es magst. Ich finde aber, man sollte in anderen Ländern immer das essen, was es da gibt und auch wie es das gibt. Sonst kann man ja gleich zu Hause bleiben. Das finde ich auch. Aber wenn es so blutig ist... Vergiss es. Jetzt möchte ich etwas wissen. Berichtest du diesen Wissenschaftlern in Berlin, naja, oder vielleicht dieser Firma, über jedes Ding-Dong? Jedes. Sonst ist der Test ja nichts wert. Und ich werde ja schließlich dafür bezahlt, dass die Sache ein Knaller wird. Und was sagst du den Wissenschaftlern über das Ding-Dong, das es wegen mir gegeben hat? Dasselbe wie zu dir. Und das ist? Das geht sie nichts an, Monsieur. Und der Mann weiß dann wirklich Bescheid? Ja, der schon, aber du nicht. Aha, ein Geheimcode also. Genau. Und gibt es noch Steigerungsformen des Ding-Dongs? Ich meine, wie teilst du ihm das dann mit? Mhm, dann sage ich, das geht sie gar nichts an oder das geht sie überhaupt nichts an. Hast du das schon mal gesagt? Das wiederum geht dich nichts an. Hm. Ich schlage vor, wir machen nach dem Essen noch einige Ding-Dong-Versuche. Hast du heute Nachmittag frei? Ich nehme mir einfach frei. Und ich weiß auch schon, wo wir die Versuche machen. In deiner Wohnung? Nein, nicht direkt. Und direkt? Naja, in sowas wie einem Hotelzimmer. In einem Hotelzimmer? Mhm. Und warum gehen wir nicht in deine Wohnung? Du hast doch eine Wohnung. Na klar, habe ich eine. Und warum gehen wir nicht dahin? Dort herrscht ein schreckliches Chaos. Sie ist nicht aufgeräumt. Dann helfe ich dir beim Aufräumen. Sie liegt ganz weit draußen. Ach, das macht mir nichts aus. Aber das Hotelzimmer ist fabelhaft. Nicht im Hotelzimmer. Tja, außerdem wird meine Wohnung gerade frisch gestrichen. Das hatte ich doch total vergessen. Welche Farbe? Was? In welcher Farbe wird deine Wohnung gestrichen? Grün. Grün? Wir gehen ins Hotel. Und da soll es bei mir Ding-Dong machen? Mhm. In einem Hotelzimmer geht das nicht. Und heute Nachmittag schon gar nicht. Ich muss mich vorstellen für einen Job. Hm? Na gut, dann also heute Abend. Ich räume alles auf. Und streich die Wände grün. Was sagst du? Oh, selbstverständlich. Hier bitte das... das Steak. Aber das ist doch kein Steak. Das ist ja durchgebraten. Wie bitte? Wollen Sie vielleicht ein richtiges Steak? Ja, blutig. Oh, wundervoll, Mademoiselle. Oh, ich bringe es Ihnen sofort. Oh.
Tag, Monsieur. Jacques Romain? Ja, Monsieur. Ich stelle die höchsten Ansprüche. Ich habe nur die allerbesten Referenzen. Fabelhaft, dann werde ich sie in Betracht ziehen. Alain Loth. Monsieur, ich stand 10 Jahre in Diensten des Baron Rothschild. Mal sehen. Sie bewerben sich auch um die Stelle des Chauffeurs? Ja, Monsieur. Sie sind engagiert. Die erste Hürde habe ich geschafft, aber die zweite ist ja viel schwieriger, als ich dachte. Mein Gott, ist das ein Riesending. 10 Meter, das ist aber ein langes Auto. Es beunruhigt mich doch etwas, dass Sie keinen Führerschein haben. Heute Nachmittag beginne ich mit den Fahrstunden. Ich verspreche es Ihnen, ich brauche den Job. Dann will ich nicht so sein. Versuchen wir es einfach. Wirklich? Selbstverständlich. Gut, dann fahre ich nur einmal um den Block. Einmal links und dann wieder rechts. Dabei wird ja wohl nicht viel passieren. Natürlich nicht. Autofahren ist kinderleicht. Eben, steigen Sie ein. Ja, nein, vielleicht wäre es besser, wenn Sie zuerst mal alleine fahren würden. Aha, Sie haben kein Vertrauen zu mir. Das habe ich mir gleich gedacht. Also gut, ich fahre mit, wenn Sie sich dadurch sicherer fühlen. Oh ja, jetzt fühle ich mich ganz wundervoll. Sardinen, Aschenbecher, Besen, alles da. Tja, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich... Schnallen Sie sich an und entspannen Sie sich. Es geht los. Die ist total verrückt. Es war wirklich nicht Ihr Fehler. Ja, es ist direkt auf uns zugekommen. Da haben Sie vollkommen recht. Das Haus hat sich bewegt. Ich habe es gesehen. Also, dann kriege ich den Job trotzdem? Selbstverständlich. Aber vielleicht nehmen Sie doch ein paar Fahrstunden, bis mein Wagen wieder hergerichtet ist. Aber ja, das mache ich ganz bestimmt. Vielen Dank. Was ist? Ich glaube, jetzt haben Sie mir eine Rippe gebrochen. Gott sei Dank, dann habe ich wenigstens genügend Zeit für meine Fahrstunden. Aber ich habe nicht so viel Zeit, junger Mann. Ich brauche den Führerschein morgen. Was, morgen? Na gut, also übermorgen, wenn Sie nicht so schnell unterrichten können. Augenblick! Was wissen Sie denn schon vom Autofahren, hä? Was wissen Sie davon? Wissen ist nicht wichtig. Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Ja, ja. Und in Ihrer Fantasie, da können Sie schon fahren, nicht wahr? Na klar, alles, was man braucht, sind Sardinen, Erbsen, Aschenbecher und Besenstiel. Stammt das auch von Einstein? Nein, von Paul. Steigen Sie ein. Aber das Steuerrad ist vorne. Ach, seien Sie doch nicht so kleinlich. Autofahren ist wirklich kein Kunststück. Aber mitten im Verkehr, das ist eine reine Zumutung. Und die Pariser fahren um ihren Triumphbogen herum, als wäre es eine Freistilarena. Jeder fährt hier gegen jeden. Und da will mir der Fahrlehrer zeigen, wie man fährt, soll er doch erstmal den anderen den Marsch blasen. Die fahren ohne Sinn und Verstand. Wenn ich auf die Erbsen drücke, treten die auf den Aschenbecher. Das ist unfair. Da steige ich aus. Das ist natürlich eine blöde Reaktion von mir, ich weiß. Aber Shakespeare hat schon gesagt, die Angst macht aus Engeln Teufel. Und ein anderer berühmter Mann hat gesagt, wer flieht, kann später nochmal siegen. Ein toter Mann bleibt aber ewig liegen. Und tot, das ist mir einfach noch etwas zu früh. Also soll er mir keine Blumen zu Füßen legen, sondern einen Führerschein. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Andere Frauen kriegen Diamanten zum Frühstück. Inzwischen chauffiere ich meinen Chef mit dem Taxi durch Paris. Das ist schneller, einfacher und billiger. Und man findet auch immer einen Parkplatz. Die Frage ist nur, wie lange ich meinem Generaldirektor noch klar machen kann, dass er 2 Chauffeure in einem Taxi braucht. Aber so, wie hinter manchem erfolgreichen Mann eine ehrgeizige Frau steht, wogt auch hinter mancher Fehlentscheidung ein bebender Busen. Und Lulu braucht ihre Milch zum Frühstück. Das heiligt dann schon die Mittel. Fahren Sie! Hör mal, Yves, ich brauche heute Abend deine Wohnung. Ich bin gestern umgezogen und die neue Wohnung ist noch jungfräulich. Die kriegst du nicht für deine Dingdongereien. Mach keinen Quatsch. Ich kann Susi ja nicht zu mir nach Hause nehmen. Heute? Ja, heute. Ah, braucht ihr auch das Schlafzimmer? Hm, das will ich hoffen. Nein, nein, meine neue Wohnung ist kein Stundenhotel. Basta. Also, da denkt man immer, man hat einen guten Freund, aber wenn man den Freund mal wirklich braucht, ist der Freund nur ein langweiliger Spießer. So? Der Spießer steigt jetzt jedenfalls aus. Yves, die Schlüssel! Ach ja, richtig. Die Schlüssel. Eine riesige Wohnung, toll. Aber gar nicht grün. Grün?
Warum sollte sie denn grün sein? Du hast doch heute beim Mittagessen gesagt, sie wurde gerade grün gestrichen. Ach so, ja. Nein, nein. Ich habe nur gemeint, dass ich sie gerne grün streichen lassen möchte. Aber jetzt gefällt mir das nicht mehr. Na, Gott sei Dank. Grün ist schrecklich. Ja, wirklich. Kann ich mich ein bisschen frisch machen? Hm? Na klar, selbstverständlich. Wo ist das Bad? Ach, wo das Bad ist, weißt du nicht. Ja, das Bad. Ja, komm. Hier, bitte. Das ist dein Wandschrank. Oh ja, das kann man nicht bestreiten. Du hast recht, das ist dein Wandschrank. Nein, ich wollte dir nur zeigen, dass das nicht das Badezimmer ist. Du hast doch Humor, oder nicht? Ja, hab ich. Trotzdem das Bad, Alain. Du willst ins Bad, du willst ins Bad. Du musst dorthin. Hier bitte entlang, Mademoiselle. Da. Das ist die Küche. Ja, ich weiß, natürlich. Aber ich dachte mir, bevor du ins Bad gehst, mache ich uns noch ein bisschen was zu trinken. Und danach gehst du sofort ins Bad. Ich gehe jetzt ins Bad. Ich werde es schon finden. Ja, irre. Kerzenschein, zärtliche Musik und Wein. Genau wie im Kino. Da liegen sie dann 2 Minuten später immer im Bett. Du warst ein bisschen zu oft im Kino. Ein Glas Wein? Nein. Warum nein? Nein. Habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Aus welchem Konzept? Ja, erst ein bisschen Wein und nette Gespräche. Dann noch ein bisschen Wein und etwas intellektuelles Gequatsche. Schließlich ist die Göre betrunken, dann kann man sie knutschen und endlich mit ihr ins Bett gehen. Hip, hip, hurra. Oh, ich protestiere. Lügner. Du hast dir zu viel Mühe gegeben mit all dem Gedingse da, weil du nicht Ovid gelesen hast. Ovid? Ja, Ovid schreibt sie auch, von welcher du nicht dachtest, dass sie wollte, sie will. Denn wie dem Manne der geheime Genuss gefällt, so gefällt er dem Mädchen auch. Ein sehr kluger Mann, dieser... Ovid, also pass auf, du vergisst Musik, Wein und Kerzen. Ich küsse dich jetzt. Und wenn es bei mir Ding-Dong macht, dann sehen wir weiter. Ding Dong. Leider nicht. Das ist das Telefon. Lass es klingeln. Ich kann nicht küssen, wenn es dauernd bimmelt. Also geh ran. Gut, dann gehe ich eben ran. Ach, wo habe ich es denn bloß wieder hingetan? Immer dasselbe, immer dasselbe. Wo steckt das denn wieder? Du musst doch wissen, wo dein eigenes Telefon ist. Eben nicht. Du weißt ja, wie das ist mit Telefonen. Man stellt sie mal dahin und man stellt sie mal dorthin. Aber ab jetzt werde ich es mir merken, das verspreche ich dir. Ach, da ist das natürlich auch wieder nicht. Und hopp. Du wirst doch nicht annehmen, dass das Telefon im Tisch ist. Es ist aber im Tisch. So? Na sowas, sowas. Hier bei Blondé? Nein, Sie irren sich. Hier ist nicht bei Fauré. Hier ist bei Blondé. Alain Blondé. Ja, sag ich doch. Natürlich ist er hier. Was? Wer? Oh, für dich, Alain. Danke. Wer ist es denn? Deine Frau. Hä? Hey, hey, nicht so grob. Entschuldigung, ich bin so nervös. Gleich beginnt mein schwerer Arbeitstag. Schwerer Tag? Du fährst mit einem Mann im Taxi. Sie kriegt aber Geld dafür. Trägt deine Chauffeuse eigentlich Uniform? Nein. Vielleicht doch. Meine zweite Fahrstunde habe ich auch noch. Ich muss mich beeilen. Geh nur, Susi, ich mach schon. Guten Morgen, meine liebsten Freunde. Hey, hey, du könntest wenigstens mal anklopfen, wenn du schon mit deinem dämlichen Keep Smiling hier auftauchst. Wieso denn? Die Tür stand doch offen. Das war ich. Ich war Brot kaufen. Was denn? So? Na, wie denn sonst? Ich kann ja nicht nackt gehen. Oh. Na und? Komm, wir gehen. Ist dein Wagen in Ordnung? Nee, unten steht Alain und der soll uns fahren. Alain? Ja. Wo ist Alain? Unten. Dann wartet mal einen Moment, ja? Ich komm gleich wieder. Schnapp ihn dir, Susi. Hm? Bonjour. So, das ist für alles, was bis jetzt zwischen uns war. Und jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Das ist fantastisch. Aber das heißt noch lange nicht, dass du die Schlacht gewonnen hast. Ich weiß. Trotzdem schönen Abend noch. Tschüss. Bonjour, Alain. Hey, hey, was wollt ihr denn? Hallo, Alain, wir fahren heute mit aber dir. Wohin? Zum Flughafen. Aber ich fahre nicht zum Flughafen. Ja, aber also wir kommen doch rein. Ich bin doch nicht verrückt. Flügel an, da vorne zwei.
Polizei, dein Freund und Helfer. Der Cadillac ist repariert. Und ich habe meinen Führerschein nicht. Oh, das ist bedauerlich. Ich habe auch eine schlechte Nachricht. Ihre Frau? Ja. Heißt das, ich bin gefeuert? Tja, ja. Naja. Wenigstens habe ich gern für Sie gearbeitet. Geschieht mir recht. Ein Busen bewegt ja so manches, aber offensichtlich keinen Cadillac. Möchte nur wissen, was der neue Chauffeur so Tolles hat, dass die Chefin ihn mir vorzieht. Naja, ich kann's mir schon denken. Goethe hat gesagt, hätte Allah mich bestimmt zum Chauffeur, so hätte er mich als Chauffeur erschaffen. Onkel Otto, heute ist Sonntag. Der liebe Gott will, dass wir ruhen und nicht, dass wir Fenster putzen. Aber es ist so schön, wenn man rausgucken kann, Susi. Die letzten Tage dachten wir immer, es sei Nebel, aber es waren die schmutzigen Fenster. Ach, was gibt da draußen schon zu sehen? Außer Autos, Autos und zur Abwechslung nochmal Autos. Nächste Woche marschieren hier 10.000 Politessen vorbei. Eine Parade zum Jahrestag der Erfindung der Parkuhr. Eben. Und weil ich mir die Strafzettelfräuleins jeden Tag hundertweise ansehen muss, weiß ich nicht, warum ich sie mir am nächsten Sonntag auch noch in der Parade ansehen soll. Schmier die Fenster wieder zu. Aber die Uniformen, Susi, 10.000 Uniformen. Uniformen? Ich werde die Fenster mit Rühreiern verkleben, Onkel Otto. Du weißt doch, was passiert, wenn du eine Frauenuniform siehst. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass es mir gefällt. Stell dir vor, Susi, 10.000 Frauen in Uniform und alle auf einmal. Morgen. Wie sieht's aus mit Frühstück? Psst. Putz weiter, Onkel Otto. Ich mach Frühstück, ja? Was ihr macht. Genau so ist es. Mach dir keine Sorgen, Susi. Ich werde mich nächsten Sonntag hinstellen und aufpassen wie ein Schießhund. Guten Morgen, Paul. Heute haben wir beide nicht aufgepasst. Der macht mich wahnsinnig. Ach, lass ihn, er ist so lieb. Schau doch uns an. Dir ist deine Frau weggelaufen, mein Freund ist verheiratet. Du verdienst zu wenig Geld und ich bin von Beruf eine gekündigte Chauffeuse. Herrliche Zeiten. Du kannst einen ganz schön deprimieren. Na, du siehst auch nicht gerade aus wie Paulchen Sonnenschein. Was wir brauchen, ist Sauerstoff, frische Luft. Raus hier! Lulu, Onkel Otto, Susi, Tommy, Joko, Paul, alle Paschkes und Doppner Robaczynski! Was willst du denn so? Was soll man denn machen? Na, wie alle Pariser am Sonntag. Raus! Susi, das hast du toll gemacht. Leider nicht. Das Meister hat Joko organisiert. In der Küche und in der Liebe ist mein asiatisches Geheimnis die größte. Das hat sich ja wohl rumgesprochen. Fangen wir endlich an. Ja, ich hab Durst. Ich auch. Her mit dem Bier. Habt ihr keins? Meine Schuld. Stimmt nicht. Ich habe es vergessen. Nein, ich habe gesagt, dass ich mich um die Getränke kümmere. Es ist meine Schuld. Ist doch völlig unwichtig. Ich trinke sowieso lieber Wein. Und Paul wird nicht sterben, wenn er mal kein Bier hat. Gib mir die Autoschlüssel. Quatsch, ich trinke genauso gern Wein. Ich hole Bier da hinten im Dorf. Nee, ich fahre. Nein, ich. Jetzt habe ich einmal gedacht, ich habe was richtig gemacht und schon war es wieder Mist. Also hole ich jetzt auch das Bier. Was da? Aber bau bloß keinen Unfall. Dem Mutigen hilft Gott. Friedrich Schiller, Wilhelm Tell. Schiller. Damals gab's noch keine Autos. Und Luther hat gesagt, ich fürchte nichts, weil ich nichts habe. Der hat gut reden, es ist aber mein Wagen. Ich habe ihn gerade General überholen lassen. Wenn du ihn kaputt fährst, soll Martin Luther auch die Rechnung bezahlen. Fahr vorsichtig! Halt dich rechts, hier ist kein Linksverkehr. Die Sportschau meldet sich heute aus Montfort-l'Amaury vor den Toren von Paris. Der 30. Grand Prix der Supercracks ist gestartet. Ach, wie schön. Hier draußen auf dem Lande, da kann man noch so richtig in Ruhe Auto fahren. Hier soll der Kerl mit mir die Fahrprüfung machen. Ich wette, dann gewinne ich den Numerus Clausus. Hey, was ist denn das? Na gut, dann fahre ich eben in die Richtung. Bier gibt's schließlich überall. Also das mit der ländlichen Ruhe nehme ich zurück. Das letzte Paradies ist dahin. Die Bauern sind voll motorisiert. Fahren wie verrückt.
möchte bloß wissen, wieso. Hey, die sind wohl wahnsinnig geworden. Ja, sie riskieren alles, diese Supercracks. 70 Fahrer aus 15 Nationen jagen heute ihre Deux-Chevaux querfeldein durch Frankreich. Das Motto heißt, wer reitet die schnellste Ente? Aber wer zum Teufel ist diese Ente, diese Frau? Ich meine diese Frau in der Ente. Und die Ente der Frau ist ohne Nummer. Das ist ohne Beispiel. Unsere Fernsehkameras werden auch schon nervös. Dennoch ist nicht geklärt, ob sich da eine dumme Gans unter die Enten geschlichen hat. Aber die Supercracks lassen sich nicht irritieren. Sie jagen ihre Bomber tollkühn durch das Terrain. Und ohne mit der Wimper zu zucken, lassen sie ihre Donnervögel heulend durch die Kurven tanzen. Entweder fahren die irgendeinen hinterher, oder sie fahren irgendeinen davon. Anders kann ich mir die Rennerei nicht erklären. Ah! Hey, du Rüpel! Dir werde ich's noch zeigen! Und das alles nur, weil Paul unbedingt ein Bier will. Jetzt sind schon 15 Minuten und zum Dorf höchstens 1,5 Kilometer. Mensch, meine Cola wird warm. Sicher sind in dem Gasthof viele Leute und Susi muss warten, bis sie drankommt. So ist es. Außer kochen und lieben kann man noch was von Joko lernen. Geduld? Das ist mir wurscht. Ich warte noch 5 Minuten, dann beiß ich in den Schinken. Du wartest, bis Susi kommt. Mist. Meine Damen und Herren, die Rennleitung hat entschieden, dass es sich bei der hübschen Blondine um eine Null handelt. Sie steht nicht im Programm, nicht in der Meldeliste und wer keine Nummer hat, ist eine Null. Aber das Rennen geht weiter. 69 küsst 89. Und die Ente 75 jagt den Vorjahrssieger, die Ente 72. Da kommt wieder unsere heiße Fahrerin mit der Nummer 0. Sie fährt überraschend gut, diese Kesse Blondine. Meine Kollegen vom französischen Fernsehen streiten sich noch darüber, ob ihr Sturzhelm von Yves Saint Laurent oder von Christian Dior entworfen wurde. Da zieht es der Nummer 28 glatt die Schuhe aus. Hey du, Püppi! Was ist denn? Mach, dass du hier verschwindest, du blöde Kuh! Blöde Affe! Da! Da hinten! Was ist da hinten? Susi! Susi? Oh! Wo fährt sie denn hin? Wahnsinn. Sie fährt aber sehr gut. In einem Rennen? Mit meinem Auto. Auto? Ich hab's ja immer gesagt. Susi ist ein Knaller. Hau endlich ab! Ich bin doch nicht blöd. Das Rennen geht unbarmherzig weiter. Die Grand Prix-Fahrer peitschen ihre Enten zum Sieg. Da, da hinten, ein Schleudern, ein Beben, ein Krachen. Die Nummer 65 hat den berühmten Salto Mortale riskiert und sich selbst aufs Kreuz gelegt. Aber die Ingenieure und Ärzte machen den Patienten wieder fit. Da kommt unsere blonde Null an der Spitze des Feldes. Doch dann, was passiert? Die Nummer 97 steigt auf die Blonde und fällt dabei um. Die Besteigung ist missglückt. Mir wird nackt vor den Ohren und ganz still um die Augen. So eine Frechheit, mir den Wagen zu zerkratzen. Ihr fahrt ja hier wie die Räuber. Schaut mal her, was ihr mit meiner Tür gemacht habt. Das müsst ihr mir bezahlen. Uff, haltet doch endlich mal an. Oder sagt mir wenigstens, wie ich das Paul erklären soll, ihr Idioten. Könnt ihr nicht ordentlich fahren? Hilf mir mal, ja? Ach Gott, die Auto steht ja auf dem Kopf. Und die Türen sind auch kaputt. Na, dann machen Sie es mal gut. Tschüss. Wo gibt's denn hier Bier? Am Ziel. Danke, tschüss.
bin satt. Ich auch, aber mir fehlt eben mein Bier. Sie kommt. Na, ey. Ah, hat aber lange gedauert. Da ist sie ja. Susi. Hast du Bier mitgebracht? Nee, die hatten bloß Champagner. Champagner? Und so blöde Gläser. Hallo, wer ist da? Ich bin's, Alain. Ach du. Freut dich ja riesig. Ich finde, wir sollten dringend miteinander reden. Ja, das finde ich auch. Das war gelogen. Reden, sprechen, sagen, ausdrücken, kundtun, mitteilen. Was nützt das, wenn die Spielregeln nicht mitspielen? Alain ist verheiratet. Und wenn ich mit ihm Ding-Dong mache, bin ich seine Mätresse. Und er betrügt seine Frau, ob wir darüber reden oder nicht. Also wozu reden? Oder doch? Naja, man kann sich ja zumindest noch sagen, dass es dazu nichts mehr zu sagen gibt. Es ist seit Jahrtausenden so, das ewige Dreieck. Ein Mann und zwei Frauen oder eine Frau und zwei Männer. Jeder weiß, dass es so ist. Und jeder weiß auch, dass es nicht so sein soll. Trotzdem lebt jeder gegen diese Spielregel. Allerdings heimlich, damit es keiner erfährt. Denn es soll ja keiner wissen, was jeder schon weiß. Dass der Mann die Frau betrügt und die Frau den Mann. Schizophren, wie wir Menschen sind, segnen wir unseren eigenen Fluch. Ich habe jetzt also die Wahl. Entweder ein guter Mensch zu sein und zusammen mit Alain dessen Frau zu betrügen, so wie es die Regel verlangt, oder gegen diese Spielregel zu verstoßen und Alain ohne das schöne Ding-Dong sitzen zu lassen und auch seine Frau ohne den ersehnten und notwendigen Schmerz. Das ist ganz einfach. Ich werde es dir erklären. Das hier, das sind die Staatsausgaben, zum Beispiel für Krankenhäuser, für Straßen, für Schulen und so. Und das sind die Steuern, die wir bezahlen. Verstehst du? Das sind deine und meine, die Steuern von allen Leuten. So, jetzt pass auf. Wenn der Staat also Geld braucht, zum Beispiel für die Rüstung, so, dann erhöht der Finanzminister einfach die Steuern. Und wenn der Staat noch mehr Geld braucht, zum Beispiel für den Besuch des Papstes, geschieht das Gleiche wie vorher. Die Steuern werden einfach nochmal erhöht. Hier bitte. Was machst du da? Du hast so viel Steuern eingetrieben. Und da die Wahlen vor der Tür stehen, habe ich uns Steuererleichterung gegeben. Das war voreilig. Wieso? Ja, weil zuerst noch die Steuern für den Geheimdienst dazukommen. Und für die Abhöranlagen, die Parkuhren, die Verbotsschilder, die Polizei, für Alain und für die Hosen von Onkel Otto. Und deshalb muss der Finanzminister die Steuern so lange erhöhen, bis das Ganze bezahlt ist. Ah, und das nennt man einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Du hast es begriffen. Und warum gibt es dann im Parlament immer Krach und Ärger um den Haushalt? Ja, weil die Regierung erst immer den Haushalt ausgleicht. Und erst hinterher das Defizit noch oben mit draufpackt. So. So ist das, verstehst du? Das läuft wie am Schnürchen. Aus Susi und Alain mache ich das Paar des Jahres. Da bin ich nicht so sicher, Tommy. Doch, sie braucht einen Mann. So wie du mich brauchst und ich dich. So ist der Lauf der Welt. Der Kaffee, bitte. Paul, der Kaffee. Ja, ich komme. Alain, ich habe nachgedacht. Über uns? Ja. Hast du gute Nachrichten oder schlechte? Schlechte. Hör zu, ich hab dir doch erklärt, dass ich nicht... Komm, wir gehen nach vorn. Joko hat gesagt, du musst den Mann, den du liebst, immer einer anderen Frau wegnehmen. Entweder einer Mutter, einer Ehefrau oder einer Freundin. So gesehen könnte ich also Alain skrupellos an Land ziehen. Aber mein Ding-Dong sagt mir, dass ich ihn zwar sehr mag, aber so richtig funken und bimmeln tut's eigentlich nicht. Es ist mehr ein Rendezvous und kein Ding-Dong. Und deshalb sollten wir beide jetzt nicht die Regeln einhalten und die Welt durcheinander bringen, sondern damit warten, bis die Unvernunft eines Tages auch vernünftig erscheint. Aus, basta! Eine absolut schwachsinnige Idee von dir, Susi mit Alain zu verkuppeln, einem Polizisten. Was heißt denn Zisten? Sind Isten denn keine Menschen? Liebe ist Liebe. Du hast vollkommen recht. Man liebt doch keinen Isten. Man liebt einen Menschen oder etwa nicht? Du kannst doch keine Verbotsschilder aufhängen. Freunde liebt keine Marxisten, Trotzkisten, Kapitalisten, Evangelisten, Sozialisten, Faschisten, Karnevalisten und Kommunisten. Haben Sie etwa was gegen Kommunisten? Nein. Tommy. Dann müsstest du nämlich auch sagen, lieb keine Egoisten. Und dann gehst du verdammt leer aus. Sie! Was haben Sie gegen Kapitalisten? Nein, ist ja ganz anders. Der hier mag nur keine Polizisten. Was haben Sie gegen Polizisten? Hören Sie mal, nehmen Sie Ihre Hand ab. Es geht eigentlich um verheiratete Männer. So eine Frechheit. Nichts gegen verheiratete Männer. Lassen.
haut jeden. Wenn man das mal begriffen hat, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist nicht von Goethe, das ist von mir. Das finde ich dufte, dass Sie sich nicht prügeln. Profis sollten sich da raushalten. Hey, du Idiot, das ist mein bester Freund! Alain? Hast du denn keine Angst, Lulu? Das ist ja wie bei uns auf dem Schulhof. Ich hätte nicht gedacht, dass Erwachsene so kindisch sein können. Hier ist 0017 Susi Paschke. Ist dort die Computer G in Berlin? Ja. Bitte die Versuchsabteilung Herrn Knolle. Herr Knolle. Herr Knolle, hier ist 0017. Also diesmal hat's Ding Dong gemacht, weil er so ein freundlicher Kellner war. Wann wird man denn heutzutage noch freundlich bedient, nicht? Und dann... Kein Kommentar. Was? Kein Kommentar. Ich soll keinen Kommentar abgeben? Wegen Fernsehen. Ach so, wegen Fernsehen. Na gut. Und dann hat's nochmal Ding Dong gemacht, weil der Staat dauernd Schulden macht und zum Ausgleich die Steuern erhöht. Kein Kommentar. Nein, nein, ich verstehe. Kein Kommentar. War es ein gewisses Ding Dong? So ein gewisses Ding Dong? Ja. Nein, leider nicht. Er ist verheiratet und da macht es nicht mehr Ding Dong. Ich meine, bei mir nicht mehr. Und außerdem geht Sie das überhaupt nichts an. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut, bis zum nächsten Mal. Wie geht's weiter? Ja, ich weiß, Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Du bist eine Frau mit Erfahrung. Du wirst Paul zeigen, wie man's macht. Ich meine, das, worüber man nicht spricht. Ich will dir mal was sagen. Auf dem Gebiet war ich schon immer der Größte. Schon in der Schule nannten mich die Mädchen immer den strammen Paul. Also, vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich. Ein bisschen künstlerisch schon. Man spricht ja da auch von Liebeskunst, nicht wahr? Und du denkst, dass die beiden nicht wissen, wie es geht? Genau, denn solange Susi mich darüber ausfragt, hat sie es auch noch nicht getan. Ist es Ihnen peinlich, dass Sie ein Mann sind? Es sieht so aus, als würden sich bei Ihrem Bruder die Sexprobleme derart steigern, dass höchste Alarmstufe gegeben ist. Lieber Gott, wie machen Sie denn Liebe, wenn Sie Liebe machen?